Ja, natürlich. Das Einzige, was ich behalten konnte bei Flucht, ich musste über eine Brücke kommen und dann konnte ich getötet werden. Ich habe mit Risiko genommen, diese Tasche mit notwendigsten Dokumenten, die ich hatte, aber Pass hatte ich nicht dabei. Ich bin ohne Pass nach Deutschland gekommen und man konnte noch anreisen dann als Flüchtling. Und das war diese Tasche, war mir wichtig, dass ich wenigstens meine Tasche dabei habe. Irgendwas, was mich an mein Haus, meine Heimat erinnert hat. Und ich habe sie bei ganze diese Umzüge, viele Umzüge und so mitgenommen und gerettet. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das getan habe, weil ich dann jetzt diese Tasche an das Stadtmuseum der Landeshauptstadt München geben kann. Und ich bin sehr froh, dass das wirklich wie immer eine Erinnerung bleibt auf Flucht und Vertreibung, ein Zeichen, das auch andere Bedeutung hat, diese Tasche, weil ich beweisen wollte, dass die Flüchtlinge, immer wieder sage ich, Flüchtlinge sieht man in Deutschland wie jemanden, der keine Wert ist und nicht kann. Nein, wir kommen mit so vielen Fähigkeiten. Nicht nur ich, sondern Tausende von Flüchtlingen haben normales Leben geführt, hatten wirklich gute Häuser, gute Berufe. Sie sind sehr klug, sie können sich hier auf eine andere Art einbringen. Natürlich, Sprache ist ein großes Hindernis, aber es gibt andere Fähigkeiten. Und ich würde mich freuen, wenn in dieser Gesellschaft dann diese Leute anders aufgenommen werden, dass sie dann schneller zeigen können, was sie können.